Juli 2019 haben wir all unseren Besitz in ein Wohnmobil gepackt und sind einfach losgefahren. Wir haben uns auf eine Reise begeben, die uns und unsere Denkweise komplett verändert hat. Diese Reise ist nicht einfach nur eine Reise mit Fotos vor bekannten Sehenswürdigkeiten. Es ist vielmehr eine Reise, die uns zum Nachdenken bringt. Unsere Prioritäten werden plötzlich ganz neu gesetzt. Mit diesem Film wollen wir euch mit in unseren Alltag nehmen, euch zeigen, was für uns Freiheit bedeutet und warum am Ende alles ganz anders kommt, wie wir uns das erhofft haben. Viel Spaß beim Anschauen. Vor unserer Reise waren wir eigentlich nur damit beschäftigt, Geld zu verdienen. Wir haben nur versucht, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Mehr Klamotten, mehr Spielsachen, ein schönes neues Auto. Das hatte ganz, ganz viel Priorität. Und irgendwie hat jeder so für sich gewerkelt. Jeder war in seiner eigenen Welt. Selbst unsere Tochter hat lieber die Zeit hinter ihrer Zimmertür verbracht, als dass sie uns erzählt hat, was sie den ganzen Tag über getan hat. Wir waren voll gefangen in diesem Hamsterrad, sind jedem Trend hintergelaufen und hatten immer die neuesten Sachen. Und irgendwann haben wir uns selbst in der Situation gefunden, dass wir vor einem Bauplan standen oder unserem eigenen Bauplan und ein Grundstück fast gekauft hätten. Zum Glück hat sich die Vergabe allerdings ein bisschen hingezogen und so hatten wir nochmal ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und in der Zeit ist uns vieles bewusst geworden oder haben wir erstmal aktiv darüber nachgedacht. Warum müssen wir uns eigentlich ein Haus bauen? Was bringt es uns? Warum müssen wir uns verschulden? Warum müssen wir so leben wie alle anderen? Und dann kam die Idee mit der Reise.
And even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. No, no, no. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. Got up this morning, look around and see the sun high. I grab my bag and take my phone. I shut the door and walk into the light. Shouting at me. You know what? He wants me to hurry, but I will not control my feet. Oh no. It is so sweet under the sun. And even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. Now that I'm hearing all these wonderful songs in my head, ooh, I'm singing and dancing, I love it. I'm losing my mind. Even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. I don't really wanna go to work. It is so sweet under the sun. Yeah. I'm gonna take my time. Reisen bedeutet für uns auch, so viel Zeit wie möglich in der Natur zu verbringen. Wir wandern durch Täler, wir besteigen Berge, wir fahren mit dem Stand-Up-Paddle über Flüsse oder Seen, wir tauchen im Meer nach Fischen. Ich weiß gar nicht, was wir sonst noch alles machen, aber es ist einfach so wunderschön, das alles zu erleben. Wir laufen die letzten Meter auf den Berg hoch. Es hat aber echt 30 Grad. Dieser Lavaboden ist so heiß. Mit der Jonas hinten auf dem Rücken. Puh, ganz schön schwer. Thank you.
Was uns unglaublich gut gefällt am Reisen ist, neue Leute kennenzulernen. Leute, die vielleicht irgendwann zu Freunden werden, weil man spürt, dass sie auch anders denken, anders als die breite Masse und die einem vielleicht auch Impulse fürs eigene Leben geben und dadurch voneinander profitieren können. Reisen bedeutet auch viel Zeit auf der Straße zu verbringen. In den letzten 7 Monaten sind wir knapp 14.000 Kilometern quer durch Europa unterwegs gewesen. Wir waren sowohl auf der Straße als auch abseits davon unterwegs. Und unser Wohnmobil musste echt viel mitmachen. Wir hatten 3 platte Reifen und so einige Reparaturen, aber es hat uns immer treu begleitet. Freiheit bedeutet für uns aufstehen, wenn wir wach werden und ins Bett gehen, wenn wir müde sind. Wir wollen den Wind im Gesicht spüren, wir wollen Salz auf der Haut haben, wir wollen Sand zwischen den Zehen haben. Wir wollen so oft es geht in der Natur sein, mit der Natur, im Einklang mit der Natur leben. Wir wollen ein selbstbestimmtes Leben führen, wo wir wollen und wie es uns gefällt. No, no, no.
Freiheit bedeutet für uns auch, mit dem Wohnmobil einfach da stehen zu bleiben, wo es uns gerade am besten gefällt. Es kann irgendwo auf einem Berg sein oder einfach direkt an der Klippe am Meer. Aber es gibt nichts Schöneres, wie wenn man morgens früh die Wohnmobiltüre aufmacht und einen genialen Ausblick hat, sei es jetzt über eine atemberaubende Landschaft oder auf das Meer mit den Wellen. Ja, also oder? Es kannst du gar nicht in einem Haus nachvollziehen. Es geht nicht. Also dieses Gefühl ist wirklich einmalig, wenn man einfach in der Natur steht. Reisen können wir unseren Kindern die Art des freien Lernens vermitteln. Also unsere Kinder sind Freilerner. Das hat nicht von Anfang an so gut funktioniert. Also die ersten Monate haben wir doch auch immer wieder versucht, mit einzugreifen, da wir auch geprägt sind von einer Schulzeit. Und wenn man in der Schule versagt, dann versagt man auch im späteren Leben. Aber nach ein paar Monaten hat sich das eingestellt und wir haben begriffen, wie es funktioniert. Wir müssen unseren Kindern einfach nur zuhören. Und dadurch, dass wir sehr viel mit unseren Kindern sprechen, wissen wir, was sie interessiert und für was sie großes Interesse haben. Und wir begleiten sie dabei. Es ist so wichtig, denn Kinder, die haben so einen großen Wissensdurst und es ist schade, wenn dieser Wissensdurst durch Schule an sich vielleicht oft in Lernfrust endet. Und egal, was die Kinder lernen, für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass sie mit Freude dabei sind.
24 Stunden mit der Familie zusammen auf 8 Quadratmetern im Wohnmobil, das kann auch manchmal echt ganz schön anstrengend sein. Und deswegen hat jeder von uns auch die Freiheit, sich einfach mal Zeit für sich selbst zu nehmen. Ich gehe dann am liebsten biken. Das erste Mal vom Coronavirus erfahren haben, saßen wir gemütlich in unserem Wohnmobil direkt an der Algarve. Wir haben weiterhin das Leben genossen. Wir waren surfen, schwimmen, am Strand und in der Sonne und haben diesem Virus nicht weiter Aufmerksamkeit geschenkt. Erst als wir uns dann Richtung Spanien bewegten, war Corona schon lange kein Problem mehr nur von China, sondern war auch schon in Europa Thema. Aber dass genau diese Pandemie uns unsere Reisefreiheit nehmen wird, hätten wir nicht gedacht. Ja, ich glaube, wir kommen niemals in Griechenland an. Das schaffen wir nicht durch Italien. Die Kontrollen sind einfach zu streng. Die lassen uns dann nicht leben. Ich glaube schon. Sollen wir weg? Der Verlierer muss nackt irgendwo lang flitzen. Nee, wohin? Also der Gewinner darf bestimmen, wohin der, ja, irgendwo einmal über den Strand oder okay, über den Campingplatz oder irgend sowas. Okay. Alles klar? Nee. Ja, als wir dann auf die Fähre nach Italien sind, wurde die Stimmung dann schon ganz anders. Also wir bekamen ein mulmiges Gefühl und wir bekamen tatsächlich ein bisschen Angst, weil es wirklich eine drückende Stimmung auf diesem Schiff war. Und über Nacht haben sich die Ereignisse dann auch überschlagen. Also Grenzen wurden geschlossen, Häfen wurden dicht gemacht. Wir waren tatsächlich auf der letzten Fähre, die von Spanien abgefahren ist. Und ja, wir hatten ein mulmiges Gefühl und wir wollten nur noch nach Hause. Und wir haben uns gefragt, wo ist eigentlich zu Hause? Und plötzlich hat dieses Zuhause eine ganz andere Definition bekommen. Wir wollten zu Familie und Freunden nach Deutschland. Ja, jetzt sind wir in Deutschland und wissen noch nicht so wirklich, wann oder wie es für uns weitergeht. Eins steht für uns auf jeden Fall fest, sobald die Grenzen wieder auf sind, werden wir unser Wohnmobil starten und neue Länder bereisen, neue Menschen kennenlernen und neue Orte entdecken, vielleicht auch alte Bekannte wieder treffen und das Leben genießen und unsere Reisefreiheit. Ich glaube, gerade die Reisefreiheit ist ein wirklich großes Gut, das wir haben, das uns jetzt erst wirklich bewusst wird, wenn es einem genommen wird. Genießt die Zeit mit der Familie. Zeit ist das kostbarste Gut im Leben. Habt viel Spaß, liebt euch, seid friedlich, whatever, peace, love and out.